Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Pharao. Ja, wir sind immer noch in der Let's Play-Aufnahme. Live auf twitch.tv/vitakal. Haben wir schon ein bisschen angeht unterhalten. Mein Kindersendung ist wieder am Climben, weil wir es geschafft haben, irgendwas abzugeben. Ich habe vergessen, was. War nicht so wichtig. Und wir fangen ja endlich mal an, Granit einzukaufen. Um den Obelisken zu bauen, da wir dafür 100 Granit brauchen. Und ich sollte auch so langsam anfangen. Seid ihr eigentlich? Ach, ihr seid das Öl. Ich brauche ja Töpferwaren in größeren Mengen. Warum ist das so wenig im Lager? Bier ein Viertel. Auch Bier ein Viertel. Dann fangen wir mal an, Bier zu importieren. Achso, deswegen haben wir so wenig Porterie, weil Porting is needed. Dann kommt natürlich nicht so viel rein. Wie sieht's aus? Wir haben immer noch 17% Arbeitslosigkeit. Wow. Aber von Prosperity ist es inzwischen okay. Wir können inzwischen auch... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte auch inzwischen Geschenke machen. Bitteschön. Wie könnte man denn noch ein bisschen... Unemployment runterbringen? Was haben wir denn da? Das Riesenvieh wie gerade wieder raus. Weber, Jubiler, Shipwright. Wir könnten... Ja, eigentlich... Ja, warum nicht? Moment. Du nimmst bitte an... Gems. Und... Flax. So, der Rotblock hier hin. Und dann kommen hier Jewel rein. 2, 3, 4, 5, 6. Und hier die Weber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier hinten ein weiteres Storage Yard für die Endprodukte. Und zwar für Lachs und Guts und für Leinenstoff. Der bitte nicht, ich wiederhole, bitte nicht von euch eingekauft wird. So, Gems werden importiert, Flachs wird importiert, Leinenstoff wird exportiert und Lachs-Uiguts werden exportiert. So kriegen wir da auch wieder ein paar Arbeiter runter. Nur noch 4% Arbeitslosigkeit. Sehr gut. Genau so wollte ich das haben. Denn wir müssen auf 3000 Einwohner hoch. Da kann ich mir so eine hohe Arbeitslosigkeitsrate nicht leisten. Compliance not possible. Bitte. Workers rejoice at race. Ah, ist upset. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kingdom-Rating geht wieder runter. Wir haben zu wenig Juggler, wir haben zu wenig Tempelführer. Moment, das haben wir gleich. Das können wir mit Schreinen entgegenwirken, wie sonst auch. Und zwar hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 3, 5, da. Machen wir noch mehr Platz. Hier haben wir noch Platz. Eins, zwei.
4. Und Jupiter nochmal 2. Angry displeased. Immer noch angry and displeased. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ta, eins, zwei, drei, vier, fünf. Resentful, apathetic. So, die wollen Wut, da wird eine Tretklut. Route geschlossen und es kommen Feinde. Alles auf einmal. So, dann muss man gerade auch einen Hut zu verkaufen. Achso, ich kann Hut nicht mehr verkaufen, weil keiner mehr Hut kauft. Der kommt mich da besuchen. Die Täter, ne? Von Kadesh. Die Tretroute nach Kadesh ist geschlossen. Ach da. Die einzigen, die Holz gekauft haben. Ah. Und die komme ich jetzt besuchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, von wo die kommen. Jetzt könnte ich mich ja darauf vorbereiten. Aber rein von der Truppenstärke her sollten wir das schaffen. Wann wollten die da sein? 10 Monate. Okay. Lass ihn nur kommen. So, Götter sind wieder in Ordnung. Dafür haben wir noch so ein bisschen Probleme mit dem Granit. Was? Achso ja, Holz. 1300. Noch nicht genug. Noch nicht genug. Weil ich auch inzwischen viel zu weit laufen, das habe ich das Gefühl. Halt! Wurde gerade Holz entfernt. Warum? Wir handeln kein Holz mehr. Packt ihr hier schon Holz in die Deuterkanne? Ach, die sammeln hier schon Holz an. 200, 200, 200. Ganz plötzlich brauchen wir Employees. 3 Monate. Jetzt haben wir auch noch eine Hungersnot. Die Bombenfisch. So, wie sieht es heute aus? 1800. 2-1. Oh, gerade so geschafft, auf letzten Monat. Oh, yeah. So, wir haben wieder Arbeiter verloren, weil keine Nahrungsmittel mehr reinkommen. Ich glaube, die waren die einzigen, die mit uns großartig Nahrungsmittel gehandelt haben, ne? Wo wart ihr handelt noch? Ungefähr handelt noch. Aber leider nicht genug. Warum kommt denn so wenig Geld, so wenig Nahrungsmittel rein? Ein Monat noch. Neue Tretroute available mit Dürre. Weil wir in der Not geholfen haben. Wo ist Dürre?
No, really, wo ist Türke? Hallo? Ach, hier! Die verkaufen... Mit dem muss ich keine Tretroute aufmachen. Alles das habe ich selber. Außer Gems. Und die brauche ich auch bloß umzubauen. So, ein Monat, dann kommen die Hethiter hier an. Da sind sie. Da oben tauchen sie auf. Ah, sehr gerne, sehr gerne. Ah, mit dem könnte ich auch die Löwen töten. Okay. Das sieht fast so aus, als würden die Löwen mir helfen wollen. Dummerweise hilft das nicht viel. Lasst sie nicht vorbei. Dann kommen die gegnerischen Streitwagen. Das ist einfach bloß noch ein riesen Gemosche. Warum seid ihr nicht mitgekommen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Glaube ich. Nur so ein Gedanke. Aber ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, es sind keine Gegner mehr da. Das Kampffeld ist leer. Zu wenig Granit, zu wenig Nahrung, zu wenig von allem. Was ist hier los? Except. Das heißt, wieder nur 400. Ja. Ja. People idolize you as a god. Increased rating mit Hubarti. Und die brauchen immer noch Holz. Warum müssen die jetzt ebenfalls mit großen Bauvorhaben anfangen? Neue Tretroute mit Itichabi. Das ist da unten, das weiß ich schon. Die verkaufen jetzt ebenfalls Chickpeas. Oh, was ist denn hier los? Das ist unerwartet. Except. So, und jetzt müssen wir mal was anderes machen. Wie viele Arbeitslose haben wir jetzt? Jede Menge. Stoppage Yard. Weil das geht so nicht weiter. So, hier lagern wir Weizen. Hier lagern wir Lettuce. Hier lagern wir Chickpeas. Und hier lagern wir den Fisch. Dann gehst du jetzt bitte überall auf Empty, dass da nichts weiter gelagert wird.
Zum Beispiel kommen ständig Riesengeschenke. Was hältst du gerade von Griechenland? Das ist so eine Frage. Die Sache mit Griechenland, da tun sich alle in ganz Europa nicht gerade mit Ruhmbekleckern gerade. Die einen zetern, Griechenland muss was tun. Irgendwas mit drei war's. Die sich da hinstellen und sagen, ihr müsst sparen, sparen, sparen. Da finde ich die sparen an der falschen Stelle. So gesehen muss Griechenland da halt eben durch. Das kapitalistische System an sich ist im Prinzip schuld daran, dass es so weit kommen kann. Ich bin strikt gegen den Kapitalismus. Um mal ein kurzes Stück aus meiner Gedankenwelt zu geben. Man sieht ja, wo er hinführt. Wieso kann ich da keinen Laser hinsetzen? Ah, weil es ein Garten ist. Aber ansonsten ist ein schönes Land. So, jetzt gibt mir das Bier aus. Jetzt gibt mir das Bier aus. Okay, dann müssen wir mal den hier umstellen. Vermietet auf 3,2. Und den hier auch vermietet auf 3,2. Ich meine, Ritter 55. Du solltest nicht nur Bild lesen. 55 ist die Frühverrentung im Beamtenstatus. Tatsächlich haben laut dem OSZD die Griechen ein durchschnittliches Renteneintrittsalter von allen Griechen bei 64. Wir übrigens bei 65. Das ist nur ein Jahr Unterschied, aber mit sowas kann man bei der Bild halt eben keine Schlagzeile machen. Darum haben die diese Sache mit der 55 in die Welt gesetzt. Ich brauche mehr Töpfer waren. Definitiv. Und die 55 kam jetzt auch nur zustande bei der Frühverrentung im Beamtenstatus, weil die aufgrund dieser Sparmaßnahmen einen Haufen Beamten zwangsweise in die Rente geschickt haben. Also selbst da ist, sind die Sparmaßnahmen schuld, dass es überhaupt zu dieser Zahl gekommen ist. Das muss man immer von allen Gesichtspunkten beleuchten und am besten gar nicht in die Bild gucken. Supplies of Beer. Warum habe ich kein Bier? Warum habe ich immer so ein Problem mit dem Bier? Das hatten wir doch schon mal. Erinnert sich da noch jemand dran? Ich glaube, es war noch zu Pharao-Zeiten. Guter Cut mit Bild. Ja, man erkundigt sich immer über den Feind. Also ich sehe Bild als reines Hetzblatt an. Es wird immer die größtmögliche Schlagzeile gebildet, egal ob man sie erfinden muss oder nicht. Und leider ist im Fall mit dem Renteneintrittsalter erfunden, indem man einfach bestimmte statistische Erhebungen von der OECD einfach ignoriert und sich das selber zusammenreimt. Kennst du das Spiel Banished? Ja, habe ich mal eine Weile gespielt, wird aber schnell langweilig. Weil im Prinzip nichts passiert. Außer, dass die Leute irgendwann sterben. Also, dass tatsächlich ein Lebenszyklus im Spiel passiert, aber rein vom... Naja. Ob es... Nee, Steam? Ich glaube, ich habe so gekauft von der Webseite. So, habe ich mal inzwischen langsam genug für den scheiß Obelisken? Nein. Und nicht bei der Hälfte. Aha.
Nimm doch mal diesen Boden noch dazu. Ah, schon passieren da mehr Leute rein. Das ist alles nicht so stabil. Weil dieser verdammte Storage Yard ständig leer ist. Wow. Da soll man 3000 Leute verköstigen mit. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Zielen? Willst du das auch mal LP? Wäre super sexuell, aber deine Entscheidung. Nee. Wie gesagt, Banish ist für privat ganz interessant, aber dadurch, dass halt eben während des Spiels so gut wie nichts passiert, außer dass Leute geboren werden und sterben, habe ich da jetzt nicht so die Hand dran. Wieso verlieren wir gerade so viel Geld? Und bekommen dafür nichts. Wow. Was ist hier los? Also Fisch haben wir jede Menge. Andere Nahrungsmittel kommen überhaupt nicht rein. Ich habe sogar eine Vermutung, warum. Ja, das dachte ich mir fast auch. Oben stapelt sich's. Und die kommen auch nicht mehr rein. Habe ich irgendwo Platz für mehr Docks? Nee. Da passt alles nur wohin. Oh, ist das. Warum ist der Platz so eng bemessen? Nee, kein Platz. Hätte ich gesagt, hier drüben noch ein paar Docks hinbauen, aber da kommen wir nicht ran. Bridge. Natürlich. Ah, das vermisse ich so sehr von Zeus. Diese ewig langen Brücken. Hey, das Geld kommt wieder rein. Dafür segnen wir wieder die Arbeiter. Ah, das mag mir nicht gefallen. Das mag mir gar nicht gefallen. Except. Chris Treting. Guck mal, jetzt haben wir hier ein fast volles Grain. Warum? Was? Der hat mir doch gerade 2200 Grain gegeben. Das ist echt schon wieder alles weg, wow. Wie sieht es eigentlich aus mit den Töpferbahnen? Die habe ich doch jetzt gerade auf, ja, Maintain 3.2. Warum kommt da so wenig? Moment, er wartet da auf dieses eine Dock? Was ist hier hinten los? Die haben keine Arbeiter. Da muss ich mich nicht wundern, dass hier alles so langsam vorangeht. Wenn hier hinten keine Arbeiter bekommen. Der hat doch aber Verbindung zur Straße, ne? Ja. Wollt mir das erzählen, dass hier hinten ist zu weit weg? Ja. Okay. Ja, dann würde ich mich echt nicht wundern, wenn bloß ein einziges Dock funktioniert, dass es alles langsam vonstatten geht. Brauchen wir eigentlich Grabbeigaben für den Obelisken? Ne, gut. Hast du TS, wo man mit ihm reden kann? Ich hätte besser einen Kumpel im Server. Ne, ich habe tatsächlich TS. Dummerweise ist das der TS meiner ehemals WoW-Gilde. Die werde ich derzeit für Final Fantasy 14 verwenden. Was ich übrigens dann vielleicht morgen wieder streamen werde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, es kommt darauf an, wie schnell ich zu Hause bin morgen, da ich übermorgen Schichtwechsel habe. Mitten in der Woche, ich freue mich.
So, wie sieht's hier denn aus? Na, guck mal, es wird hier abgeladen. Jetzt haben wir zwei funktionierende Docks und da kommt schon wieder die vorherige MS. Aber bevor jetzt schon wieder die Hittiter hier einfallen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Ich schaue, es hat euch gefallen. Falls ja, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.